Und wenn man das dann jetzt vielleicht auf eine Firmenumgebung oder eine professionelle Umgebung hochpotenziert, dann kommt sehr, sehr viel zusammen. Gehen wir mal weiter. Anforderungen jetzt an so ein Landes-IDM, insbesondere mal bezogen auf den schulischen Sektor, das heißt Identitätsmanagement für Lehrkräfte und Schülerinnen. Was wir so oft dort vorfinden, was dann die ganze im professionellen Sektor Identitätsverwaltung dann noch so ein bisschen anspruchsvoller gestaltet, ist, dass die meisten großen Umgebungen wahrscheinlich schon irgendwelche Verwaltungssoftwaren zum Beispiel für Identitäten haben. Und die will ich in irgendeiner Form vielleicht an mein neues Identitätsmanagement, das ich vielleicht auch noch für ein Access-Management nutzen kann, anbinden. Dann wird man oftmals vorfinden verschiedene Lösungen für zum Beispiel Lehrer, weil die ja in den Personalbereich gehören. Ein ganz anderer Sektor als zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie Schüler auch verwalten möchte, was eine Sache der Schulverwaltungsbereich ist. Und wenn man solche Umgebungen hier vorfindet, dann braucht man Schnittstellen, um diese Verwaltungssoftware oder auch mehrere an das IDM mit anzubinden. Das heißt, wir brauchen dann einmal diese Schnittstellen, wir brauchen an sich natürlich die Identitätsverwaltung, um diese Identitäten zu speichern. Eventuell brauchen wir in dieser Identitätsverwaltung nochmal zusätzliche Verarbeitungsmechanismen. Sprich, meine vorgeschaltete Software sagt mir, das ist ein Lehrerkonto. In meinem IDM mache ich da etwas Bestimmtes draus, zum Beispiel, dass dieser Lehrer in bestimmten Gruppen ist, bestimmte Zugriffe bekommen soll, einen Mail-Account bekommen soll, was auch immer. Es kann also nochmal nachgelagerte Verarbeitungsprozesse hier benötigt werden. Und dann, wir hatten ja auch schon mal das klitzekleine Sofa-Beispiel, dass ich natürlich diese Identität, die ich jetzt einmal angelegt habe, optimalerweise auf diversen anderen Systemen einfach weiter nutzen kann. Dann brauchen wir natürlich auch für die Benutzer irgendwelche Dienste, zum Beispiel ein Passwort-Reset, vielleicht auch irgendwie die eigenen Daten anzupassen, wenn man umgezogen ist, falls man das will. Vielleicht will man es nicht, wer weiß. Und wir brauchen, jetzt haben wir noch immer nur das IDM, das Access, also die Authentifizierung, die Anmeldung. Darf ich überhaupt irgendwo drauf zugreifen? Bin ich das eigentlich, der ich meine oder sage, der ich wäre? Hier habe ich mal so eine kleine Skizze dargestellt, die das vielleicht noch ein bisschen grafisch vermittelt. Das heißt, ich habe hier mal so dargestellt, zwei Apps, Anwendung. Vielleicht vom Land werden hier die Lehrkräfte drüber verwaltet, Personalverwaltung also eher. Hier unten haben wir Kommunen, Schulträger, die ihre eigenen Schülerkonten verwalten dürfen, zum Beispiel in eine neue Klasse versetzen oder wenn sie es über das Sommerferien nicht geschafft haben, eben nicht. Und diese Identitäten möchte ich jetzt in ein zentrales System einspeisen, ein IDM. Hier wäre es von der Firma Univention ein UCS, Univention Corporate Server Produkt, was als Primary Directory Node, das wollte ich da eigentlich noch wegmachen, egal, eingespeist werden und zum Beispiel hier ein weiteres System automatisch sagt, hier wird jetzt auch ein Groupware-Account erstellt und die Lehrkraft irgendwo sich ihr Laptop schnappt, immer noch auf dem Sofa, WLAN und so weiter, sich dann am Portal hier anmeldet, ein Webportal, und optimalerweise automatisch sich darüber dann auch bei der Groupware-Lösung, da kommen wir gleich noch zu, anmelden kann. Zumindest, dass sie sich erstmal mit der gleichen Identität, die hier von hier oben reinfließt, hier anmelden kann. Vielleicht jetzt genau ein paar Worte zu Univention Corporate Server. Open Source passt ja hier auch in dieses Umfeld. Eigentlich eine auf Debian basierende Linux-Distribution mit jede Menge Zusätzen.
was man damit alles noch sonst machen kann. Die sind eben so stark eben auch aus der Ecke gekommen, sozusagen wie ein Windows Small Business Server abzulösen. Da war ja schon mal auch dann diese Komponente halt, Identitäten verwalten, Zugriffe verwalten. Und dem Sektor ist das Produkt sicherlich auch. Hier im schulischen Bereich ist es eine andere Geschichte, wo das Produkt ja, gerade in Mecklenburg-Vorpommern und auch in Brandenburg im Einsatz ist. Es liefert eben auch eine Portallösung, das Anmelden im Portal. Single Sign-On, das wäre dieses automatische Rüberbeamen vom Portal. Ich klicke einfach drauf und bin automatisch bei meiner Gruppe angemeldet und muss mich da nicht wieder einloggen. Im Prinzip bin ich da eigentlich eingeloggt, aber ich muss wenigstens nicht Benutzernamen und Kennwort eingeben. Dann dieses Univention-System. Sie sehen, da unten ist auch noch hier eine URL oder einfach nach Univention. Produkte und so weiter mal googeln, dann sehen Sie, was das Produkt auch noch sonst alles zur Verfügung stellt. Ein App-Center, über den sehr viele weitere Funktionalitäten hinzugefügt werden können. Auch von Drittanbietern, die sagen, wir bieten zum Beispiel eben auch eine Lösung an, wie wir unser System dort ranbinden können. Und diese Active Directory-Funktion, auf die gehe ich nachher auch noch mal kurz ein, wo die hier in diesem schulischen Umfeld dann doch vielleicht wieder interessant werden. Liefert dieses Produkt auch. Dann gibt es einen Zusatz, UCS at School, der so einige zusätzliche Möglichkeiten dieses Produkts ergänzt hat, eben für Schulplattformen. Das heißt, ich weiß nicht, ob vielleicht irgendwie auch jemand irgendwie in Schulen sowas auch schon mal gesehen hat, ob das hier auch im Einsatz ist. Zum Beispiel, dass eben sich die Schüler eben an bestimmten Computern anmelden können, dass zum Beispiel so ein Klassenarbeitsmodus, der Internetzugang abgeschaltet wird, wenn ich da eine, ja, einen Test schreibe oder eine Klausur schreibe, was überhaupt im Internet erreichbar ist, WLAN zum Beispiel für Schüler und so weiter. So ein ganzes Paket, gehe ich nachher nochmal kurz darauf ein, was für Schulen hier so relevant ist. Bereitstellung digitaler Bildungsangebote, das sind solche Funktionalitäten, dass ich wirklich vielleicht auch so Webangebote von anderen, Moodle war ja hier vorhin auch schon mal so aufgekreuzt als Lernmanagementsystem, dass ich solche, ja, Lernplattformen hiermit anbinden kann. Diverse offene Stellen, die ich für irgendwelche Kommunikation zwischen verschiedenen Systemen benutzen kann. Eine klassische Schulserverlösung ist damit drin. Und eine URL, wo Sie dazu mehr sehen können. Gucken wir uns das Ganze mal an einer Umsetzung in Mecklenburg-Vorpommern an vom Bildungsministerium. Da betreuen wir seit 2021 die UCS-Umgebung. Da am Tick vorher hat dieses ganze System dort angefangen, da in die Digitalisierung reinzugehen. Dann kam Corona, was natürlich einen ordentlichen Boost gebracht hat, dass man hier digitales Lernen unterstützen muss. Beim Land Mecklenburg-Vorpommern läuft das Ganze als integriertes Schulmanagementsystem Mecklenburg-Vorpommern, EasyMV. Wer da Interesse dran hat, wie die ihr Produkt oder ihr Projekt dort beschreiben, gibt es auch nochmal so eine URL hier. Und geleitet hat damals und auch heute Sven Korf dieses Projekt, die Umsetzung mit diversen sehr abstrakten und formalen und so weiter Aspekten. Stellte aber hier nochmal dar, eine halbe Stunde beim Summit 2021 von Univention, online abgehalten, hat er das mal dargestellt, eine halbe Stunde. Gibt es einen, auf YouTube kann man sich das ansehen. Auf diese ganzen Formalien-Sachen möchte ich gar nicht im Inhalt wirklich eingehen. Ich habe mir mal so ein paar Aspekte hier rausgesucht, wo die vorher schon mal zusammengesammelt haben, was sie da drin haben müssen und was dann nachher eben auch dafür ausschlaggebend war, welches Produkt sie hier zum Einsatz bringen wollten und auch haben. Schulverwaltungssoftware haben sie für eben diese Schülerverwaltung, Personalverwaltung, Mailpostfächer, da sind wir jetzt dabei, die mit zu integrieren. Unterrichtsorganisation, Lernmanagementsystem, It's Learning. Das ist schon lange im Einsatz, gerade natürlich auch wegen Corona.
Das Identitätsmanagement, sonst würde ich das ja hier auch gar nicht erwähnen, und Portaldienste. Aber das waren wirklich dann auch schon diese Eckpfeiler, die Sie damals mit aufgesetzt haben, neben vielen weiteren Geschichten. Und wichtig wirklich, komme ich gleich nochmal so auf, wie sich das dann so auswirkt drauf, wirklich ein landesweites Verzeichnis. Das heißt, aktuell sind da, glaube ich, 30.000 Lehrerkonten und 140.000 Schülerkonten mit in dem System drin, mit verteilte Zuständigkeiten, eben Lehrer zum Beispiel, Land, Kommunen, die Schülerkonten. Natürlich sehr hohe Anforderungen an den Datenschutz. Zum Beispiel als Arbeitgeber hat man sicherlich nochmal eine Möglichkeit, vielleicht auch seine Mitarbeiter dazu zu sagen, ja, wir müssen diese persönlichen Daten weitergeben, die müssen irgendwo gespeichert werden. Bei Schülerkonten und was vielleicht auch perspektivisch in solchen Lösungen möglich sein kann, auch Elternkonten, wird es dann natürlich eine ganz andere Nummer, wenn da jemand sagt, ja, ich muss das jetzt haben, weil sonst kann ich hier nicht mehr Lernmanagement nutzen, aber ich will auch nicht, dass meine persönlichen Daten hier weitergegeben werden. Muss natürlich immer möglichst wenig persönliche Daten, dass sie weitergegeben werden. Fragen dazu am Ende? Ja. Oder wir können das mal probieren, gerne. Eine Frage wäre direkt, wenn mir so einfällt, bei so einem Verhältnis Schüler zu lernen oder auch mit den externen Leuten, wie ist das lizenzmäßig? Ist das quasi eine Großlizenz für den gesamten Schulbereich oder so? Oder wechselt das dann ständig, wenn man 3000 Leute? Also die, ja genau, also einmal hier die Frage zum Lizenzmanagement bezüglich Lehrerkonten, Schülerkonten und einem Wechsel jetzt der Anzahl der Konten. Also das wird jetzt nicht täglich gezählt. Im Prinzip ist es natürlich auch in dieser Projektgröße ausgehandelt zwischen Uni-Menschen und einem Auftraggeber. Letztendlich läuft es darauf hinaus, dass Lizenzen in der Regel für 1, 2, 3 Jahre Keys ausgestellt werden. Und dann guckt man halt auch kooperativ, in welcher Liga wir uns hier gerade befinden und führt dann entsprechende Nachverhandlungen durch. Ja? Aber grundsätzlich gibt es da jetzt keine unterschiedliche Bewertung. Ja. Okay. Webportal mit Single Sign-On plus, das ist auch schon realisiert, plus bei Bedarf einem zweiten Faktor, da sind wir aktuell dabei, mit dem zweiten Faktor auch Anmeldung hier zu realisieren. Und ganz wichtig war für diese Projektumsetzung auch vom Land die Kommunen maximal mitzunehmen, was mitunter dann auch gewisse Herausforderungen sind. Hier vielleicht nochmal so eine Darstellung, wie diese Identitäten tatsächlich aus der zentralen Identitätenverwaltung in das Landes-IDM hier reinfließen. Und hier aktuell ist tatsächlich auch ein Microsoft-ID im Wege oder dazwischen, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, UCS stellt den sogenannten AD-Connector dar oder zur Verfügung und der kann eine Synchronisation zwischen einem Microsoft-AD und einem, ja, der Identitätendatenbank von dem UCS-System. Die Identitäten sind hier in einem OpenLDAP gespeichert, halten. Und da sind verschiedene Szenarien möglich. Auf jeden Fall, der Fluss im Wesentlichen ist vom AD hier rüber. Warum der Pfeil in beide Richtungen geht, sage ich gleich noch. Hier haben wir schon mal ein paar Portalserver, natürlich ein bisschen mit Lastverteilung und so weiter, Ausfallsicherheit. Und die Identitäten werden dann vom, grob betrachtet erstmal vom zentralen System zu verschiedenen Anwendungen provisioniert, dass die Identitäten erstmal überhaupt da sind. Und zum Beispiel für It's Learning gibt es eben eine App, die hier installierbar ist und die dann entsprechend dafür sorgt, dass, wenn ein neues Schülerkonto kommt, ein neuer Lehrerkonto, beziehungsweise Schüler, Lehrer, Schulen wechseln, Klassen wechseln und so weiter, dass diese Informationen dann entsprechend dort auch zur Verfügung gestellt werden. Genau das Gleiche wäre dann eben auch mit einer Groupware-Lösung. Ox war ja hier schon erwähnt, auch heute Morgen. Da gibt es ja auch den sogenannten Ox-Connector, der dann entsprechend dort die Identitäten in den Kontexten zur Verfügung stellt.
UCS, der AD-Connector, eben auch schon ein ganz altes Produkt in dem UCS-System. Eigentlich so mal ein bisschen aus der Idee, auch letztendlich so ein Takeover zu machen. Hier der Windows-Server, den will ich nicht mehr. Ich hole mir alle Identitäten rüber und nutze jetzt im Prinzip eigentlich nur noch mein UCS, aber eben auch eine Möglichkeit, eine Synchronisierung zwischen AD und UCS laufend vorzuhalten. Uni- oder bidirektional. Passwort-Synchronisation natürlich ziemlich wichtig. Und was die Sache hier auch sehr flexibel und offen gestaltet, dass ich das Attribut-Mapping im AD-Eigenschaften, im Open-LDAP-Eigenschaften, was geht auf was, sehr flexibel gestalten kann. Auch sehr flexibel gestalten kann, was will ich aus dem AD überhaupt rüber haben. Und hier in der konkreten Umsetzung werden die Identitäten alle aus dem AD ins UCS gesynkt. Und deswegen der Pfeil auch in die andere Richtung, aber nur die Kennwörter aus dem UCS-System auch ins AD. Kann man alles konfigurieren. Dann haben wir hier den It's Learning, Learn Management System Connector, installierbar eben über den App Center. Deswegen hatte ich ja vorhin noch den App Center so erwähnt, über das dann viele solche Funktionalitäten zur Verfügung stehen. Spielt dann entsprechend den Benutzer zu It's Learning oder die Gruppenmitgliedschaften und so weiter und stellt dann auch schon mal so ein bisschen die Wege in Richtung Single Sign-On, sprich ich mit gleich, ich stelle mich, logge mich in dem Portal an und komme gleich rüber zu It's Learning. Ja. Das heißt, wir haben gesagt, von UCS die Passwörter zu AD, das heißt, die Passwortänderung erfolgt über UCS. Hier war genau die Frage einmal wegen der Passwort-Synchronisation zwischen dem UCS-System und dem AD, jetzt nur von dem UCS zum AD gehen, sie gehen in diesem Falle bidirektional. Das heißt, wenn ich es im AD ändere, wird es ins UCS gesynkt und wenn ich es im UCS ändere, wird es ins AD gesynkt. Ne? Muss man natürlich im Management einfach nur wissen, ob man das will oder ob man das nicht will. Aber entsprechend konfigurierbar. Aber da manche Identitäten zum Beispiel auch im AD an anderen Stellen weiter benutzt werden, weil sie zum Beispiel dann wieder beim Exchange-Server halt auch ihre Postfächer haben, ist diese Lösung so gewählt worden. Ne? Also das AD ist hier nicht so eine reine Durchgangsstation, sage ich mal. Gut. Eine Frage? Ja, gerne. Genau, hier einmal die Frage, genau, von UCS sozusagen Best Practice oder Migrationspfade, um ein AD sozusagen aufzulösen und vorher die Identitäten rüberzuholen, gibt es eine ganze Menge Dokumente von Univention dafür, ja. Und jetzt muss man natürlich so ein bisschen gucken, wie die Komplexität ist der Umgebung. Jetzt irgendwie so Windows-Clients zum Beispiel, muss man vielleicht ein bisschen gucken, ob man die nicht irgendwie einmal rausnehmen muss und die neue Domäne wieder reinnehmen muss. Bei Benutzerkonten ist es eher noch überschaubar, was da ist. Gruppenrichtlinien muss man natürlich ein bisschen gucken. Und gut, wir hatten ja auch so einen Fall bei einem Kunden, da wurde es schon sehr interessant, weil da eine bestimmte Datenbank mit bestimmten Kerberos und Keys und so weiter und da wurde es, also wenn man wirklich eine große Umgebung hat, ist es schon ratsam, weil man meistens ja auch nicht so ein großes Zeitfenster hat für so eine Umsetzung, das doch wirklich die notorischen Punkte sich anzuschauen, wo muss ich testen und dann zu gucken, das wenigstens auch repräsentativ nachzustellen. Ja. Gut, das Portal, eben ein Webportal. Hier werden auch für Administratoren Tools zur Verfügung gestellt. Wenn ich diese UCS at School-Umgebung habe, habe ich auch für so Schuladmins die Möglichkeit, dass die hier zum Beispiel Schüler wieder das Kennwort vergessen, Reset machen können oder solche Geschichten. Für die einzelnen User Self-Service zum Beispiel den Kennwort zurücksetzen oder neu setzen, wenn das eben abgelaufen ist, solche Funktionalitäten, Single Sign-On und ansonsten hier nochmal URL oder einfach mal bei Univention in den Dokus rumschauen.
Hier vielleicht mal einmal so ein Blick, dass man nicht nur Text hier sieht, also ein Portal. Hier also eher so die Sektion zur Verwaltung zum Beispiel, für das einzelne System, auf dem ich gerade bin, für die Domäne. Benutzer sind hier nochmal, sind hier Benutzergruppen. Kann ich hier verwalten, Rechner, App Center, um irgendwie zusätzliche Software zu installieren, Apps halt. Und hier oben, das dürften allerwahrscheinlich sogenannte also Portal-Entries, Kacheln sein. Wenn ich jetzt als User zum Beispiel auf OwnCloud klicke, fliege ich dann zu meiner Instanz der OwnCloud rüber. Also mein Browser wird dahin geleitet. Und wenn alles richtig läuft, brauche ich mich da auch nicht weiter anmelden, sondern bin direkt drin. Das wäre dann kombiniert mit SSO. Genau, hier diese Anwendung, Rechtezuweisung, was jetzt ein einzelner Benutzer dort sieht, wird entsprechend über Gruppenmitgliedschaften, Rechtezuweisung gesteuert. Macht ja auch nur Sinn, dass diejenigen, die halt auch vielleicht beim Ochsen-Count haben, überhaupt die Ochs-Kachel sehen. Denn nichts ärgert jemanden, auch wenn er es überhaupt nicht braucht, so sehr, wenn er irgendwo raufklickt und kommt da nicht weiter. Gut. Simple SAML PHP wird hier aktuell eingesetzt für diese SSO-Realisierung. Habe ich gleich noch meine kleine Darstellung, ist aber nicht so der Kern dieser ganzen Angelegenheit, außer ein paar bestimmte Aspekte dazu. Authentifizierung am Zielsystem ohne Kennwortübergabe. Das heißt, das Kennwort ist auf dem Zielsystem gar nicht, optimalerweise gar nicht hinterlegt. Oder irgendwie anders gesetzt, aber am besten ist es natürlich, es gibt gar keins, es geht gar nicht, sich dort anders anzumelden, als über SSO vom zentralen Portal Sicherheit. Und was ich hier halt auch habe, ist eine große maximale Kontrolle, welche Daten an das Zielsystem gehen. Beispiel, es gibt auch eine App, um zum Beispiel dann Office 365 hier anzubinden. Im Schulbereich ist das natürlich, manche haben es versucht, dann gibt es irgendwelche Sicherheitsanalysen und so weiter und so fort und es ist schlecht. Vielleicht gibt es andere Umgebungen, wo es wirklich nötig ist, aber dann gibt es auch noch die Möglichkeit zum Beispiel, es gibt natürlich, wenn ich bei Office 365 Accounts habe, ein Minimum Satz an Informationen, die ich dort hinterlegen muss. Und ich habe hier zum Beispiel dann die Möglichkeit, die einfach mit Müll zu belegen. Das heißt, ich erfülle die Anforderung, also anonymisiert letztendlich die Anforderung, dass das befüllt wird. Aber die Person, die dort jetzt ihr Account hat, kann ich sagen, ich habe ihre Daten da irgendwohin weitergegeben. Ist vielleicht ein bisschen so ein Extrembeispiel, aber man kann auch vielleicht andere Sachen mitmachen. Aber letztendlich diese Sicherheit, Datensicherheit, die hier zu erfüllen, das sind solche Aspekte, die in diesem Segment eine Rolle spielen. Gut, genau, hier wäre dann nochmal auch wieder so, wie es vielleicht aus dem Endanwender-Sicht aussieht. Browser ruft das Portal auf. Das ganze SSO, was hier eigentlich wirklich passiert, habe ich jetzt nicht so im Einzelnen dargestellt. Auch noch in so einem Block für sich. Im Prinzip wird permanent eigentlich der Browser redirected, sodass der Benutzer gar nicht sieht, außer er hat ein sehr scharfes Auge, was da eigentlich gerade passiert. Denn er ruft hier das Portal auf, ruft die Kachel auf, wird letztendlich umgeleitet, zum Beispiel zu It's Learning. It's Learning sagt, ja, wer bist du denn eigentlich? Lass dir erstmal bestätigen, dass du es bist. Das wird wieder zum Portal-Server hingeleitet. Der gibt in einen sogenannten Token, der Begriff war vorhin ja auch schon aufgelaufen, mit dem er dann wieder zu It's Learning geht und dann sagt, okay, du bist es, autorisiert. Das heißt, hier ist der Identity Provider, der sagt, du bist das, wer bin ich? Ich bin der und der. Komm da hin und das System sagt jetzt, Access, Service Provider, darfst du ja rein, darfst du hier nicht rein und wenn du hier rein darfst, was darfst du dann hier? Also das rechte Verwaltung, die sind dann dort. Das heißt, ich habe hier wirklich meine Identität, meine Autorisierung und hier habe ich dann meine Berechtigung, was ich da wirklich darf. Gut,
Das war jetzt alles noch auf der Landesebene. Gehen wir noch einen Schritt weiter, war hier vorhin auch schon mal so aufgelaufen. Die kommunale Ebene, letztendlich dort, wo die Schüler sozusagen wirklich dann ins Geschäft kommen. Ich meine, die Lehrer sind da natürlich auch. Aber auch bei den Kommunen, bei den einzelnen Schulträgern, möchte ich natürlich die zentralen Identitäten weiter nutzen. Und vielleicht wollen die Schulträger auch eigene Dienste anbinden, zum Beispiel irgendwelche Zeugnissoftwaren oder was auch immer, dass sich die Lehrer dort einloggen können und womöglich dort drin dann halt auch die Schüleridentitäten ihres Bereichs vorfinden. Das heißt, so ein kommunaler Bereich kann entweder das Landesportal mitbenutzen, vielleicht bei den Groupware-Lösungen, oder halt auch selber ein Portal zur Verfügung stellen, über das eben auf diesen Bereich bezogene Anwendungen zur Verfügung gestellt werden. Und bis hin letztendlich zum Klassenraum, der sogenannte Schulserver, der hier zur Verfügung gestellt wird über UCS at School, der dann halt verschiedene Dienste, die eben an einer Schule, in einer Klasse zur Verfügung gestellt werden müssen. UCS bietet vielleicht auch für größere Schulumgebungen, Berufsschulen und so weiter, Möglichkeiten jetzt als auch das edukative Netz und das Verwaltungsnetz zu trennen, sodass man wirklich eine Netzwerktrennung hat, dass jetzt eben die Schüler auch nicht, ne, Pubertierende vielleicht und Hacker und meinen, sie müssten mal ausprobieren und dann versuchen irgendwie an die zentralen Server dort ranzukommen, wäre vielleicht nicht so sinnvoll. Jetzt, wie kommen die Daten oder die Identitäten vom von der Landeslösung zu den Kommunen? Und oben haben wir ja schon mal den AD-Connector, also zum AD hin. Und jetzt geht es hier weiter. Hier gibt es den sogenannten ID-Connector. Und der kann konfiguriert werden, bestimmte Informationen von Benutzern an die sogenannte, eben auch vom UCS-Produkt zur Verfügung gestellte Kelvin REST API zur Verfügung zu stellen. Und jetzt kann man konfigurieren, Schule A, B, C, D gehört zu diesem Schulbereich. Die Identitäten gehen mit einem bestimmten Satz an Eigenschaften hierhin und die Identitäten gehen mit einem anders definierten Satz an Eigenschaften dorthin. Wirklich one way. Das heißt, es geht nur in die eine Richtung, es geht nicht zurück. Das heißt, das hier ist dann mein zentrales IDM maßgeblich, kann ab und zu hier mal Verwirrung führen, weil in Schulen hier unten dann doch irgendwie meinten, sie müssten dann bestimmte Gruppenmitgliedschaften und so weiter ändern. Dann loggt sich jemand ein am zentralen Portal, macht sein Passwort, setzt es neu, die Identität wird neu gesynkt, die lokalen Informationen in der Kommune verschwinden. Also im Zusammenspiel muss man hier dann schon natürlich alle Beteiligten auch mit ins Boot nehmen und genau definieren, was machen wir hier eigentlich. Dann haben wir nochmal den Schulserver, der letztendlich natürlich im kommunalen Bereich seine Rolle spielt. Hier also mal eine Kommune, ein Schulträger mit drei Schulen und das stellt jetzt sozusagen die zweite LDAP-Domäne oder UCS-Domäne dar und für diese drei Schulen wird jeweils ein Schulserver zur Verfügung gestellt und da kommt dann auch wieder so dieses ursprüngliche Komponente für das UCS-Systems eben auf Samba 4 basierenden AD-Controller mit ins Spiel, den man dann entsprechend hier auf den Schulservern implementieren kann und dann zum Beispiel eben die Windows-Notebooks oder MacBooks dann eine AD-Authentifizierung hier durchführen können, sodass ich also mit diesen Identitäten hier mich an einem Schullaptop anmelden kann. Und genau, verschiedene Funktionen. Und dann hier der S4-Connector. Connector, Connector, Connector. Habe ich hier mal untergebracht. Sorgt dafür, dass hier aus dem Open LDAP die Identitäten in das Samba gesynkt werden. Das heißt, hier oben kommen die Identitäten aus dem Microsoft AD, gehen in ein LDAP rein, werden hier in ein neues LDAP gesynkt und der S4-Connector sorgt dafür, dass sie wieder in ein Samba AD reingehen und dass sie im Prinzip hier wie in einem AD erscheinen.
Das zum einen. Und ich habe jetzt hier, dass ich bei diesen ADs dann auch wirklich nur die Identitäten vorfinde, die zu dieser Schule gehören. Das heißt, ich habe auch sozusagen das ID da oben wirklich partitioniert und stelle dann in einzelnen Bereichen nur die Identitäten zur Verfügung, die sie wirklich brauchen und die ihnen sozusagen gehören. Genau, das Ganze in etwas größer, aber das hat ja, glaube ich, gerne. Diese einzelnen Schriftzahlen, sind das jeweils für eine Schule oder hat das mit uns zu tun oder haben verschiedene Schulen auf diese drei Zahlen? Also das Idealbild, sage ich mal, ist pro Schule ein Schulserver. Es ist durchaus auch möglich, mehrere Schulen auf einen Schulserver zu konsolidieren. Hat allerdings manche, ja, da geht es dann um eine Feinheit, denn obwohl die einzige, die wir jetzt bisher hatten, war, das sind die Dienste, die so grundsätzlich so ein Schulserver zur Verfügung stellt, natürlich fürs Netzwerk, sowas wie DHCP und DNS. Lustigerweise, wenn ich zwei Schulen auf so einem Schulserver habe, funktioniert das DHCP nicht mehr so ganz. Also gerade bei Hochschulen, verschiedenen Campus, ja. Dass man halt auf jedem Campus dann einen Server stehen hat und trotzdem, wenn ein Server dann nicht verfügbar ist, auf dem anderen sich einloggen kann. Würde das auch funktionieren? Nee, dann müsste man für eine Schule mehrere Schulserver implementieren. Da muss man noch ein bisschen aber wirklich ins Eingemachte reingehen, wie man das hier vornimmt. Also für Campus-Dimensionen muss man noch mal ein bisschen drüber nachdenken, wie man das genau realisieren kann. Weil wirklich ein Schulserver ist generell erstmal für eine Schule. Ich habe einen DHCP-Dienst, ich habe einen DNS-Dienst. Ich meine, DNS ist relativ offen da natürlich. Ich habe zum Beispiel, ich komme gleich auf Ihre, ein Proxy-Server, mit dem ich zum Beispiel steuern kann, dass alle Clients dieses Netzes diesen Proxy-Server als Web-Proxy nutzen. Und an dem kann ich zum Beispiel steuern, dass das Computerkabinett jetzt in einer Klausur ist und dementsprechend kein Internet mehr existent ist. Ich habe für weitere Funktionalitäten hier ein LDAP natürlich, wenn ich irgendwelche Anwendungen habe, die vielleicht eine LDAP-Authentifizierung möchten oder Identitäten aus dem LDAP abziehen wollen. Ich kann zum Beispiel einen Radioserver hiermit realisieren, um WLAN zur Verfügung zu stellen, sodass die Schüler sich mit ihrer zentralen Identität und natürlich auch die Lehrkräfte im WLAN einloggen können. Und natürlich habe ich einen File-Server hier mit Samba, mit SMB-Freigaben. Sie hatten, glaube ich, auch eine Frage, oder? Nee. Okay, gut. Okay, reicht das erstmal so mit der... Ja, später. Okay, gerne, genau. Gut, das heißt also, wir haben jetzt wirklich einmal so eine Struktur bis runter in den Klassenraum mit allen möglichen Funktionalitäten. Ich komme da nachher nochmal drauf zurück. Hier nochmal ein anderes Beispiel, um nochmal andere Komponenten hier an so einer UCS-Umgebung im Bildungsbereich einzugehen. Das Land Brandenburg, Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, MBJS, wo wir auch die Betriebsunterstützung machen. Diese Umgebung ist eben mit einer ganz anderen Leitlinie entstanden, während in Mecklenburg-Vorpommern wirklich, es war dieses zentrale Identitätsmanagement, war es hier erstmal die primäre Idee, deswegen das Fachverfahren Lehrern Mail zur Verfügung zu stellen. Entsprechend waren dann auch im Primär erstmal nur die Lehrerkonten, ich glaube 30.000 sind da drin. Nebenbei hat man versucht oder hat man auch umgesetzt eine Cloud-Lösung, das macht auch das Konstrukt gleich noch ein bisschen interessanter. Und was jetzt hinzugekommen ist, auch der kommunale Bereich, weil da wären wir ja noch alles auf Landesebene gewesen, der kommunale Bereich, wo wir auch drin sind, der DICOM, die für ihre Schulen Potsdam zum Beispiel Apple School Manager zur Verfügung stellt und wo wir aktuell dran sind, ein Connector zwischen UCS und Novell eDirectory, weil das eDirectory
für was anderes weiterverwendet wird. Wir gucken gleich mal. Gut, gleich alles. Dieses gesamte Konstrukt. Das heißt, hier haben wir auch mal wieder so den Bereich der Identitätenverwaltung über eigene Apps, einmal für die Personal, ich habe jetzt die Namen, ist auch egal, und über Webschule, worüber die Schüleridentitäten verwaltet werden. Die haben dann nochmal eine extra API entwickelt, über die halt verschiedene Anwendungen Informationen reingeben können. Diese Anwendungen oder die Identitäten hier draus werden auch noch für andere Funktionalitäten mitbenutzt, bleiben aber bei diesem Bereich. Die bringt das hier rein und da macht natürlich jetzt der AD-Konnektor keinen Sinn, aber die offene Schnittstelle Kelvin REST API wird dort angesprochen, die dann hier drauf installiert ist und über die kann dann über bestimmte Formate Identitäten mit reingebracht werden. Ja. Wow, gut. Gesundheit. Gut, dann haben wir hier einmal das IDM, was in eine Cloud-Lösung, ein eigenes UCS LDAP, bestimmte Identitäten rüberspielt. Das heißt hier auch wieder der ID-Connector. Und jetzt wird gesagt, bestimmte Identitäten, Lehrer nur aus bestimmten Bereichen, werden hier rüber gesynkt und dann wird über diese, diese Umgebung sozusagen eine Cloud-Lösung zur Verfügung gestellt. Und jetzt haben wir hier nochmal ein zweites System, auch ein ID-Connector, der zum Schulträger, also kommunale Ebene, dem DICOM Identitäten rüberspielt. Kann man sich fragen, warum zweimal ID-Connector? Weil es können jetzt Lehrer sein, die sowohl hier gesynkt werden, als auch hierhin gesynkt werden. Es kann sein, dass hier bestimmte Attribute gesynkt werden und hier andere bestimmte Attribute. Und das ist genau hiermit möglich. Das heißt, hier kann ich alle Lehrer- und Schülerkonten der DICOM hinsynken und hier nur diejenigen, die Konten, die halt tatsächlich dann auch eine Cloud-Lösung brauchen. Was macht die DICOM damit? Da gibt es den Apple School Manager Connector, auch als App, in Unimension App Center. Und der nimmt jetzt die Identitäten, die ich halt konfiguriert habe. Bestimmte Informationen werden zu Apple sozusagen gesynkt und bestimmte Schulen, die da eben lizenziert sind, können dann ihre iPads dort einbinden, Klassen verwalten und die Benutzer können sich dann entsprechend an diesen iPads anmelden und Softwareverwaltung und so weiter machen. Und da sind wir gerade dabei, gab es noch keine Lösung von UCS zu Novell eDirectory. Das heißt, bestimmte Informationen, wenn sich hier Änderungen ergeben, da stellt eben das Univention-Produkt auch so ein paar Features schon mal zur Verfügung, die man dann abgreifen kann, werden hier zum eDirectory gesynkt und hier gibt es dann eine Schullösung PadML, die hier mit dem Novell zusammenarbeitet und dort können dann zum Beispiel auch wieder Windows-Laptops, Schullösung und so weiter zur Verfügung gestellt werden. Gut, das war das. Und dann komme ich zum Schluss. Das war ja so der Einstieg. Wie viele bin ich? Hier bin ich 4. Wenn ich jetzt hier mal so zusammenstelle, meine eine Identität, Groupware, Lernmanagementsystem, Landesportal, hier greife ich auf ein kommunales Portal zu, hier auf eine Cloud-Lösung, die kommunal zur Verfügung gestellt wird, auf ein File-Storage in einer Schule vielleicht, das WLAN in einer Schule, den Computer in einer Schule. Gut, bräuchte ich eine ganze Menge Identitäten im Normalfall und das mal 170.000. Könnte jetzt natürlich so aussehen, wenn ich jetzt einmal irgendwie mein Kennwort vergessen habe oder jemand das mitbekommen habe, habe ich ein bisschen was zu tun. Besser wäre es natürlich so. Hier gibt es eine Identität, die wird aktiviert, deaktiviert, manipuliert, Kennwort resettet, was auch immer. Die wird vom Landes-IDM bei der Groupware angemeldet, beim LMS, die wird rübergesynkt zur Kommune. Von dort geht es dann weiter zu der Cloud-Lösung, hier auf den Schulserver und entsprechend können dann die Dienste hier zur Verfügung gestellt werden. Vielen Dank.
Roland noch Fragen oder ich? Falls noch welche sind, ja. Vielleicht nochmal zurück zur letzten Grafik. Das ist ja eigentlich der Traum, dass das alles zentral geht, wie das konkret mal so realisiert. Das ist irgendwo, ich bin jetzt in MV an einem Ort, melde mich mit dem einen Account am WLAN an, komme dann an den Computer runter und kann das iPad benutzen. Also habt ihr das praktisch so mal bis auf die Spitze getrieben oder ist es eher so? Nee, das geht. Okay. Das ist realisierbar, ja. Und das wird auch genutzt. Hier ist natürlich auch, wir sind in MV hauptsächlich hier im Landesbereich, haben natürlich ein bisschen mit den Kommunen da zu tun. Die haben aber zum Teil halt auch wirklich im Rechenzentrum für jede Schule einen Schulserver, 200 Stück, gute Netzwerkanbindung und dementsprechend genau, kann man dann diese ganzen Funktionalitäten hier auch zur Verfügung stellen. Beim Land, also bei der Quelle, mhm. Das muss dann wo man im Endeffekt der Ursprung ganz links, wo die Daten eingespeist werden. Naja, wo sie eingespeist werden, was ja jetzt hier noch fehlt, ist sozusagen das aller Wahrscheinlichkeit nach noch vorgelagerte, existente, irgendwelche Verwaltungssoftware, ja, über die Identitäten. Genau, und dann geht's hier. Aber der Startpunkt, das muss ein UCS-Server sein. Naja, da wir ja Unimenschen-Partner sind, ja. Also nee, aber dann habe ich ja natürlich hier auch nur den ID-Connector und diese Apps und so weiter. Wenn man das mal macht, es gibt sicherlich Produkte, die das auch können, keine Ahnung. Okay, ich glaube, dann bedanke ich mich nochmal.